Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und das ist Ilona, das ist meine kleine Schwester. Hallo. Ihr habt ganz viele Kommentare mir unter einem Video hinterlassen, dass ich mal wieder ein Video zusammen mit meiner Schwester drehen soll. Und ihr wolltet alle sehen, dass Ilona mich umstylt. Warum auch immer. Danke dafür. Das muss ein Kompliment sein. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt auf meinem Kanal dieses Video gefilmt und auf Ilonas Kanal gibt es nochmal ein Video. Und zwar style ich sie um in ihrem Video. Seid gespannt. Also wenn ihr sehen wollt, was ich aus Ilona machen wollte, schaut gerne bei ihr vorbei. Und wir haben drei Outfits. Wir haben ein Alltagsoutfit, ein Partyoutfit und ein außergewöhnliches Crazy-Outfit, ich weiß nicht. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich möchte sehen, was du mir für ein Alltagsoutfit rausgesucht hast. Also ich habe versucht, ein bisschen das kleine Brüste-Leben auszuleben in diesen Outfits. Wir fangen nämlich an mit dieser Bluse. Die war nämlich, glaube ich, auch das erste Teil, was ich gefunden habe. Okay. Und dann habe ich das Outfit drumherum gebildet. Und zwar ist das so ein kleines Seidenblüschen. Es hat hier so einen Kragen und lange Ärmel und ist halt cropped. Und ich finde, das sieht halt voll süß aus. Aber ich könnte es niemals tragen. Und dann dachte ich, okay, ziehen wir es Laura an. Ich finde halt die Farbe richtig schön. Die Farbe ist auch so echt übel schön. Und ich finde auch diesen Seidenstoff richtig schön. Ich bin mir halt nicht so sicher, weil das so kurz ist. Weil ich eigentlich nicht so gerne Sachen trage, die mega cropped sind. Ja, deswegen habe ich halt versucht, eine Hose zu finden, die wirklich high-waisted ist. Ich habe auch eine richtig gute gefunden. Und dann war sie ausverkauft. Aber ich würde sagen, ich habe einen ziemlich guten Ersatz gefunden. Und ich hoffe, die ist hoch genug bei dir. Ich weiß ja, dass bei Laura sind immer viele Sachen, die eigentlich high-waisted sein sollen, nicht high-waisted genug. Weil mein Oberkörper so lang ist. Aber das ist auch so eine Jeanshose mit so einem kleinen Mädchen-Touch. Nee. Nämlich sind hier so rote Herzchen drauf und hier unten am Knie auch. Okay. Und ich dachte, das passt halt dann ganz gut zur Farbe von der Bluse, weißt du? Mhm. Damit das nochmal bei der Hose aufgegriffen wird. Und ich wollte halt die stinkt aber richtig. Ja, die stinkt echt busy. Und ich wollte halt in so eine Hose, die halt so gerade geschnitten ist. Und dann wollte ich noch eine Tasche und da habe ich diese coole Leo-Bauchtasche gefunden. Und ich finde irgendwie, dass es auch gut zusammenpasst. Zeig mal diese Stripes. Sieht echt gut aus. Sieht gut zusammen aus. Ist auch so ein Blogger-Outfit. Ist halt irgendwie herbstlich, so bräunlich und so. Jetzt bin ich gespannt, was du mir da für Schuhe rausgesucht hast. Bei den Schuhen hatte ich so eine also es war so schwer, schöne Schuhe zu finden. Ich weiß mittlerweile nicht mal selber, was ich für Schuhe tragen soll. Und die dann auch noch welche auszusuchen, ist wirklich schwer. Und dann dachte ich, packe ich dich in das richtige Dad-Adidas-Schuhs. Ja, wo Kylie Jenner für Werbung macht. Ich finde halt die Farbe von denen sehr schön. Mhm. Und ich dachte, das passt dann auch ganz gut zu. Das ist halt so, ja, ich möchte gerne Balenciagas, aber ich habe keinen Bock, 700 Euro für Balenciagas ja, die kosten halt wesentlich weniger. Nee, warte, das sind nicht die Falcons, das sind die anderen, ne? Das sind die Young-Dinger, die habe ich auch angeguckt. Torschen? Torschen? Nee, die heißen irgendwas Young. Die sind von Young, wie sie heißen. Die sind von Young Her. Ich mag die. Ja. Gute Wahl getroffen. Ja. Aber ich glaube, die sind aus Leder, kann das sein? Oh, maybe. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Muss ich sagen, das ist so ein Outfit, das hätte ich mir vielleicht selbst nicht gekauft. Aber ist cool, ne? Aber ich finde es ganz cool. Ich würde es halt selber gerne tragen. Ja, so wie ich bei dir. Ja. Ich möchte nur einmal sagen, so Firmen, Adidas, Nike und so weiter, könnt ihr nicht anfangen, bitte lederfreie Schuhe zu machen? Weil das ist nur minimal Leder. Das ist immer unnötig. Weil oft sind Schuhe, guck mal, das hier selbst, das ist ja alles aus Kunststoff. Und einfach nur das obendrauf, minimal ist aus Leder. Mann, ey, nee, Mann, Adidas. Das muss halt echt nett sein. Das ist Lauras Alltagsoutfit. Ich finde, sieht richtig schön aus. I like it. Also ich muss sagen, ich finde es auch sehr schön, so wenn ich stehe. Aber das ist halt ein Outfit, das würde ich nur tragen, wenn ich nur stehe oder nur für ein Bild oder so. Weil das ist mir irgendwie viel zu viel Bauch. Und sobald man sich hinsetzt, hat man so... Warte, ich muss mir das selber nochmal angucken. Ich würde gerne so eine Hose, so wie die sitzt und vom Schnitt und so weiter. Aber in bequem, weil die ist halt, die hat so einen richtig harten Stoff. Die hat keinen Stretch. Und ich finde die Schuhe richtig cool und ich finde es mega schade, dass die aus Leder sind. Weil sonst würde ich die behalten. Deswegen, wenn ihr irgendwie irgendwelche Schuhe kennt, die genauso aussehen. Guck, ich kann nicht mal mein Bein richtig heben. Come on. Sag mir gerne Bescheid. Ich gebe
Allein so vom Aussehen, ich gebe einfach 10, ganz ehrlich. So. Yes. Wohin wollen wir gehen? Die Frage ist halt, wo würde ich darin hingehen so? Alltagstauglich finde ich es jetzt nicht unbedingt. Aber nee, alltagstauglich würde ich sagen 7, 8 oder so. Mm. Instagram-Tauglichkeit. Instagram-Tauglichkeit ist es eine 17 von 10. Ist so. Like, was ich für schöne Bilder darin für Instagram mache. Ist so. Das Party. Der Party auf. Weiter geht's mit dem Party. Sorry, ich bin kurz eingeschlafen. Als du angefangen hast zu reden, ich warte. Da habe ich mich wieder nach einer Sache gerichtet, und zwar nach diesem Adidas Crop Top. Ich habe es nämlich gesehen. Das ist kein Crop Top, das ist ein BH, Ilona. Und ja, mir hat das von der Farbe her richtig gut gefallen. Ist echt süß. Und auch unten dieser Druck. Das hat so Yeezy-Style. Ist schon, das ist wirklich schon so. Yeezy, deswegen, Yeezy, ich habe das zuerst gefunden und dachte, ich zieh dir so hässliche Radlerhosen an, aber ich hasse diesen Style, ja. Wenn man sowas dann zu so Radlerhosen anzieht. Deswegen habe ich mir dazu was anderes gesucht. Und zwar gibt es dazu... Oh. Sieht ja mini aus. Ja, geht. Echt, geht? Ist halt, ja, okay, ja. Ist echt stretchy, aber so sieht die echt klein aus. Okay. Das ist eine Trainingshose und die sieht so ein bisschen mehr Trainingshose aus, als ich dachte. Ich dachte, die ist so ein bisschen stoffiger. Ja. Und die hat diesen ganz lauten Stoff. Ja. Die hat echt so einen ganz, so einen richtigen Billo-Stoff, was ich selber. Ja, die ist halt wie so eine Tüte, ne? Ja. Wie so ein Tütchen. Ja, sieht ein bisschen klein aus, aber. Ja, ich habe die wahrscheinlich noch in einer anderen Größe. Und dann kommen wir zu den Schuhen und die Schuhe finde ich. Okay. Finde ich hammer. So schön. Ja, finde ich so schön. Oh. So sehen die aus. Warum willst du mich in solche Schuhe packen? Weiß nicht, weil ich es schön finde. Okay. Und die sind halt so unten hier so durchsichtig und oben halt auch. Bei der Hose ist an der Seite so ein Streifen. Ja, am Oberteil ist so ein schwarzer Streifen. Ja. That's my look. Wenn man jetzt so das Outfit nur angucken würde, ist es gar nicht so schick. Ja. Deswegen brauchen wir ein bisschen Goldschmuck dazu. Ja, Mann. Und dann habe ich hier die größten Kreolen bestellt, die es bei ASOS gab. So groß sind die jetzt nicht. Meine gerade sind größer. Es gab irgendwie nicht so viele große Kreolen. Oh, aber die sind süß. Und dann gibt es noch ein Kettchen. Und du trägst irgendwie nie Ketten. Ich habe eigentlich viele Ketten, aber ich trage die wirklich nie. Und vor allem, weil das Oberteil halt so ein bisschen tiefer ausgeschnitten ist, dachte ich, brauchen wir da eine Kette. Verschiedenen Kettchen. Soll ich das machen? Ja. Ilona, hör auf. Okay. Reiß es noch auseinander hier. Sorry. Du musst mal ein bisschen mehr Feingefühl machen. Ich habe aber kein Feingefühl. Ich weiß, Ilona ist immer so... Oh, das und das ist echt finde ich, cool. Das passt irgendwie auch zu diesem Jeezy-Style. Deswegen finde ich, passt das gut zum Oberteil. Passt zum Jeezy-Style. Ich finde halt, das ist generell irgendwie so ein Gangster-Outfit so ein bisschen. Ja, aber es ist schon Gangster, so ein Outfit, aber was ich trage, ne? Schon. Aber stellt sich die Frage, ob ich mit so einer Hose in den Club gelassen werde. Aber du würdest das selbst niemals tragen, ne? Ich glaube, ich könnte einfach so ein Oberteil nicht tragen. Ich finde es geil. Ja? Ich mag die Kombi. Nur ich würde vielleicht eine andere Hose anziehen, weil ich finde, die sieht ein bisschen sehr billig aus. Mit einer hochwertigeren Hose finde ich, ist ein schöner Look. Das, was mich stört, ist halt so diese Region hier. Hm. Das habe ich auch schon gerade beim anderen Outfit gesagt. Aber das Problem ist halt, ich finde das irgendwie zu lang. Ich hätte das gern irgendwie kürzer. Hm. Aber wenn ich das hier weiter hochziehe, dann ist das hier so. Das ist halt diese Situation. Dass der Speck dann so raus. Ja, weil dieses Gummiband ist halt voll eng. Hm. Und das drückt dann so ein. Ja. Deswegen habe ich das jetzt alles so gemacht und wird das so aufeinander. Also ich würde halt sagen, es sieht halt so für ein Foto schön aus. Ober? Ich mag aber die Kette voll gerne. Ich finde die auch schön. Ich gebe, glaube ich, den Look insgesamt 7 von 10 Punkten. Mhm. Einfach weil ich mich nicht so 100% darin wohlfühle. Partymäßig auf jeden Fall, glaube ich, 10 von 10 Punkten. So kann man auf eine Party gehen. Wenn man in den Club kommt? Wenn man in den Club kommt. Und das letzte war Instagrammable, auch 10 von 10. Ja. Okay, und jetzt geht's zum dritten Outfit. Ich glaube, das dritte Outfit gefällt dir auch gut. Es ist nicht so crazy deins. Echt? Ja. Okay. Nicht gucken. Ich guck nicht. Nicht gucken. Ich guck nicht.
Oh. Es gab diese geile Hose noch. Und vor allem, ich war am überlegen, dir die zu bestellen, ne? Aber ich war so, ne, komm. Es gab die auch nur noch in 38, deswegen dachte ich, es ist Schicksal. Oh, das ich liebe halt so diese Hose. So eine lockere Trainingshose von Hello Kitty halt. Mit Hello Kitty auch noch eine kleine Hello Kitty. Und da steht noch Hello Kitty. Und Fun Fact, ich hatte schon mal eine Hello Kitty Hose, ne? Skinny, lila Hose, als ich in der 5. Klasse war. Ja. Aber die ist halt jetzt so, das ist die moderne Version davon. Ja. Ich finde die richtig geil. Ich finde die auch geil. So, deswegen muss ich dir die einfach bestellen. Ein süßes Tube Top, weil ich liebe Tube Tops, aber ich kann halt keine Tube Tops tragen. Du, deine kleinen Titties. Perfekt. Und die Farben sind halt auch perfekt. Ich hoffe, dass es passt, weil... Sieht ein bisschen groß aus. Sieht ein bisschen groß aus. Ich habe noch ein schlichtes rotes, falls das immer runterfällt. Ja, wir werden sehen. Das ist Version 2. We're trying to make it work. So, und dann machen wir es noch ein bisschen Gangster. Und setzen dir so eine kleine Behinderung. Ey, was machst du da? Aber ich finde halt, das ist halt so ein Instagram-Look. Ach, das war's schon. Das war's schon. Was für Schuhe? Die Daddy-Schuhe? Dieselben Adidas einfach. Okay. Also erstmal die Hose, ne? Die haben Ilona und ich uns schon mehrmals zusammen angeguckt. Und wir haben mal so, die Hello Kitty-Hose ist einfach so cool. Geil. Und deswegen bin ich froh, dass sie mir die bestellt hat, weil... Dann bei diesen Brillen, ich weiß nicht, wir lachen da irgendwie eher drüber. Ja. Deswegen ist es halt so... I guess. Und hier weiß ich nicht, ob es mir passt. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Unterhose, aber... Das hat schon Instagram. Du musst so Instagram Bad die Musik dahinter machen. Was ist Instagram Bad die Musik? Weiß ich nicht. Travis Scott. Ja, zum Beispiel. Ey. She's in love with who I am. I know the time does not stand still. Macht euch bereit für Laura Chamberlain. Insta-Baddie. Insta-Baddie, like Insta-Baddie Laura. Also Ilona, was sagst du dazu? Ich will erstmal deine Meinung hören, weil du hast das Outfit zusammengestellt. Okay, ich muss sagen, ich finde halt das Oberteil katastrophal. Das sieht so billig aus, als hätte man so einen Laken genommen. Und ich finde, es sieht jetzt schon ausgewaschen aus. Ja, ich finde farblich passt es gut zusammen. Ja. Ich finde die Hose cool, ich finde die Schuhe cool und ich mag auch die Brille dazu. Also zu der Hose. Was sagst du? Ich bin ein bisschen in dem Outfit, dass will Ilona sich über mich lustig machen, weil wir haben wir lachen immer über diese Brillen so. Weil Ilona und ich beide so einen riesen Kopf haben und wir immer so, oh, warum, ne? Aber ich finde an allen kleine Brillen so gut aus. Kaufst du mir eine kleine Brille? Ich finde die ganz ehrlich gar nicht so schlecht an dir. Ja, also ich zum die Outfit. Gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich sie behalten will. Nee, also brauchen tut man sie jetzt nicht. So vom Schnitt ist es gut. Ja, vom Schnitt her cool. Von also der, von der Idee her. In schwarz oder in rot, so genau vom Schnitt, aber in einem etwas besseren Material, wo man auch vielleicht nicht unbedingt einen BH drunter anziehen muss. Weil ich habe jetzt hier so ganz billig meinen BH irgendwie reingefettet. Finde ich es auch ganz gut. Ich habe auch schon länger so ein kurzes Tube-Top gesucht, aber die sind irgendwie immer so kurz. Und dafür, dass sie so kurz ist, ein bisschen zu locker, finde ich. Aber ich finde sie trotzdem hammergeil. Ich finde es aber, ich muss sagen, gar nicht so crazy. Ich finde, ich habe schon Outfits, die sehr ähnlich aussehen. Ja, das stimmt schon. Genau, nee, es ist auch nicht besonders crazy. Ich habe einfach die Hose als einziges crazy Artikel und dann halt schön kombiniert. Würde ich sagen, nur ein Abzug für das Top, also 9 von 10 Punkten. Crazy finde ich 7 von 10 Punkten. Nicht sogar 6 von 10 Punkten. 6, also ist nicht so crazy. Ist ein bisschen LW, wenn man sich die ganzen Instagram-Girls Ja, das stimmt schon. Anguckt. Also wenn ihr jetzt im Vergleich zu meinem Outfit, was ihr drüben auf meinem Channel seht, ist es nicht crazy. Da seht ihr ein richtiges crazy Outfit. Instagrammable 10 von 10, würde ich sagen. Ja. Ich habe schon meine Baddie-Pose hier. Oh, so bad. So. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, oder nicht? Ilona, komm mit ins Bild. Join us. Liebe Freunde, ich setze mal kurz die Brille ab, weil das ist frech. Das waren die Outfits, die Ilona für mich zusammengestellt hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was für einen guten Job Ilona gemacht hat. Oder vielleicht auch keinen guten Job. Doch, ich habe einen guten Job gemacht, oder? Und schreibt in die Kommentare, welches Outfit ihr am besten findet, welches mir am besten steht, was Laura behalten soll. Was ich behalten soll, vielleicht auch. Fragen. Ne, wie gesagt, wenn ihr alle Outfits sehen möchtet, die ich Ilona zusammengestellt habe, schaut auf ihrem Kanal vorbei. Da ist ein Video. Hör auf, die ganze Zeit ADS rumzufuchteln hier. Ich würde sagen, das war's dann heute von uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sweet. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Also Frau Ola guckt uns die ganze Zeit zu. Ja. Ашука, это хорошенькая. Маленькая такая, вы видите. Пускай платье твое поднимется.